Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf dem Pixelhelden-Kanal. Ich befinde mich gerade in dem Moment in einem Hotel in Leipzig. Ja, und das Hotel kann ich euch auch gleich mal zeigen. Ihr seht es im Hintergrund schon so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall, ich wurde eingeladen von ganz besonderen Marken, von zwei ganz besonderen Marken. Und zwar, die eine Marke ist Xbox Deutschland, vielen Dank dafür schon mal. Und die andere Marke, die ist für mich persönlich was richtig Besonderes. Das wisst ihr auch, wenn ihr den Kanal schon etwas länger verfolgt. Und zwar, die Marke Porsche hat mich eingeladen. Und wer jetzt ein bisschen kombiniert und Leipzig mit Porsche verbindet, der weiß, sie haben hier einen Sitz. Und nicht nur das, sie haben sogar eine hauseigene Rennstrecke hier. Und ja, so viel möchte ich noch nicht verraten an dieser Stelle, aber ich glaube, das könnte ein geiler Vlog und ich glaube, das könnte vor allem auch ein sehr geiler Tag werden. Und ich nehme dich mit, ja, in einem Tag hier in Leipzig mit Xbox Deutschland und Porsche. Und ich glaube, das wird richtig geil. Als nächstes werden wir jetzt erstmal ein bisschen frühstücken, denn ich bin ja gerade erst aufgestanden. Und das sind noch ein paar andere Jungs nämlich hier. Ich bin nicht alleine hier eingeladen worden. Das wäre natürlich auch eine interessante Sache, wenn ich exklusiv zu sowas eingeladen werde. Aber nee, das ist nicht der Fall. Aber umso cooler ist, wer alles eingeladen wurde. Das sind nämlich ganz, ganz coole Leute. Wir frühstücken jetzt erstmal mit denen und danach, glaube ich, so zeigen wir euch die Jungs, die dabei sind. Und vielleicht auch Mädels, wer weiß es nicht. Lasst euch überraschen. Jetzt geht's erstmal zum Frühstück und dann schauen wir weiter. Leute, wir sind jetzt beim Porsche Werk Leipzig angekommen und einfach nur mega geil. Schaut euch einmal mal die Wand da hinten an, ich habe sie schon abgefilmt. Es sieht einfach unglaublich geil aus und ich meine, ja, als kleiner Porsche-Fan fühlt man sich hier halt echt richtig wohl. Dabei haben wir noch hier hinten Forza Motorsport am Start mit der neuen Xbox One X. Da können wir auch mal kurz hinlaufen, da können wir die schon so ein bisschen filmen. So, da sieht man die schon so ein bisschen. Wir haben auch spezielle Controller, sehe ich gerade hier. Okay, das könnte richtig geil werden. Also ich werde weiter hier ein bisschen filmen. Mal gucken, was man so zusammenschneiden kann. Also ihr seid auf jeden Fall mit dabei. Und viele andere coole Jungs sind auch mit dabei. Die werde ich auch mal so ein bisschen vor die Kamera zerren. Ja, wie zum Beispiel der Walle Gaming, der da einfach so jetzt rumsteht. Und sag mal hallo. Mich nur filmen, wenn du gezahlt hast. Sonst. Ja, Überweisung machen wir gleich. Okay, machen wir gleich. Ja, hi. Das ist der Walle Gaming. Verlinkung in der Videobeschreibung und ihr wisst, wer. Also ihr müsst auf jeden Fall draufklicken, weil sonst ich muss ihn bezahlen. Das ist immer so leid. Das ist so traurig. Nee, Spaß natürlich beiseite. Gucken wir einfach mal, was hier noch so passiert. Wir sind jetzt erst angekommen. Es ist ein langer Tag und hoffentlich ein sehr, sehr geiler Tag. So, Leute, wir hatten eine kleine Einführung hier und was uns heute so ein bisschen erwartet und das klingt schon sehr, sehr cool. Wir werden jetzt erstmal auf der Xbox One X Forza Motorsport 7 spielen und da gibt es eine kleine Competition. Da hinten sieht man auch schon hinter mir so ein kleines Leaderboard. Natürlich die Pixel schon mal auf 1 vorgemerkt, natürlich. Naja, ob das am Ende so bleibt, weiß man nicht. Wir werden 6 Strecken fahren. Man sieht es hier auch schon. Ich hoffe, ihr seht es auch. Rio wird die erste Strecke sein und danach, ich weiß nicht, was danach kommt, aber wir werden auf jeden Fall Monza, Suzuka. Wir werden noch Laguna Seca, Sebring und Spa fahren. Spa wird, glaube ich, das Finale sein. So wurde es, glaube ich, gesagt. Und wir werden natürlich mit Porsche-Modellen in Forza 7 fahren. Und das könnte auf jeden Fall eine interessante Sache werden. Und es gibt auch eine Kleinigkeit zu gewinnen. Und zwar diesen Xbox GT2 RS-Controller. Der Sieger dieser Competition kann den ja quasi gewinnen. Und mal gucken, ob man vielleicht Glück hat und das Ganze funktioniert. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Danach, nach dieser Competition, werden wir noch was ganz anderes erleben. Das verrate ich an dieser Stelle noch nicht. Das seht ihr dann, wenn es soweit ist.
Leute, von der Gaming Session 2 Rennen haben wir absolviert, die anderen haben wir ein bisschen später. Danach waren wir draußen auf der Rennstrecke. Ja, hier in Leipzig hat ja Porsche eine eigene Rennstrecke und da durften wir selber fahren, ja, mit verschiedenen Modellen, 911er, Carrera, S, 4S. Dann hatten wir einen Boxer zur Auswahl, Cayman S, alles mögliche mit dabei und ja, durften immer durchwechseln, wir durften alles mal fahren, leider kein Turbo oder GT3 oder sowas, das wäre vielleicht ein bisschen zu krass gewesen, aber trotzdem diese Autos schon mal ein bisschen so am Limit oder ans Limit so rantasten zu bewegen, auf einer Rennstrecke, das war richtig, richtig cool. Danach durften wir auch noch ein bisschen driften, da haben sie extra hier so ein, ja, so ein Rundell, was sie befeuchtet haben, da durften wir ein bisschen driften lernen, wie ihr es von mir wahrscheinlich kennt, ich kann nicht driften, deswegen, ja, ich habe es nicht hingekriegt, ich habe das Auto nicht mehr zum Schleudern gebracht. Ich hätte gerne ein bisschen so das Gegenpendeln geübt, aber ja, nicht so jetzt sollen sein. Und jetzt gibt es nochmal ein Highlight. Jetzt dürfen wir hier mit dem Instruktor, der hier ja schon 5 Jahre, glaube ich, das hier macht, dürfen wir eine Runde mit ihm mitfahren. Und er fährt den GT3 RS, das 500 PS starke Monster. Und der wird das Ding richtig am Leben jetzt über die Strecke bewegen. Ich hoffe, ich kann da irgendwie Bilder oder sowas bringen. Das wäre mega, mega geil, wie ich gleich vor dem Kotzen bin. Wahrscheinlich, weil Beifahrer bin ich halt wirklich kein Guter. Aber ja, schauen wir einfach mal und mal gucken, was wir sonst noch so erwarten werden. Wir werden hier auf jeden Fall noch das Werk angucken können. Hier werden ja unter anderem Macan, Panamera und so weiter gebaut. Und natürlich wird unsere Challenge weitergehen. Wir haben noch weitere Rennen zu fahren und es geht ja um den Controller. Und den würde ich schon ganz gern gewinnen, weil der schon geil ist. Und außerdem brauche ich einen neuen Controller. Das wird sicher prima passen. Jetzt darf ich ran und mal gucken, jetzt bin ich noch, glaube ich, ein bisschen farbig, ein bisschen tarbi noch. Dave ist übrigens Kameramann, danke. Und jetzt steige ich ein und ja, mal gucken, wie es aussieht, wenn ich wieder aussteige. Aber ich konnte das geile Teil an. Der Ass. Ja, es wird ja nur ein Interview gemacht, ich muss kurz warten. Aber ja, freue mich. Dave, dir hat es ja auch gefallen, oder? Absolut, das ist ein wunderbares Ding gewesen. Ich steige nochmal ein. So, das ja, Fahren mit dem GT3 S haben alle überlebt, selbst der Michel und der Lukas.
Und ja, es gibt ein bisschen was zu essen und dann gibt es, so wie ich es verstanden habe, die Werksbesichtigung. Wir dürfen ein bisschen was vom Werk sehen und dann geht es ja noch weiter mit unserer Competition. Ja, da sind wir erst 2 Rennen gefahren und ich glaube 7 soll es jetzt sogar sein am Ende. Wir fahren auch auf den Nürburgring, das habe ich ganz am Anfang des Let's Plays übersehen. Wie kann ich nur den Nürburgring übersehen? Mal gucken, ob wir auch in die Schleife befahren werden. Ich glaube fast nicht, aber schauen wir mal. Vielleicht können wir uns ja die Veranstalter überreden. Ja. Jetzt aber erstmal ein bisschen essen und dann ja, geht's weiter. Wir haben ja das Werk besichtigt und wir haben jetzt auch die nächsten Rennen der Challenge gefahren und die waren relativ spannend. Einmal hat der Lukas gewonnen, 2-mal habe ich gewonnen. Aktuell führe ich das Ganze mit 4 Punkten Vorsprung an, aber es sind noch 2 Rennen und einmal werden wir Nordschleife fahren und da kann bekanntlich ja alles passieren. Also da ist noch alles möglich. Das Werk war mega, mega cool. Jetzt sind wir hier bei Leipzig ganz, ganz oben im Turm drin, also in diesem Trichter und da gibt es ein kleines Museumsstück. Und ihr seht es eigentlich schon im Hintergrund nicht. Ich habe gerade wirklich, ich habe gerade richtig Gänsehaut hier stehen. Wenn man die Porsche-Historie kennt, einfach die geilsten Dinge, die es einfach gibt von Porsche und ich werde das jetzt einfach ein bisschen abfilmen. Ich meine, ich muss das nicht groß kommentieren, glaube ich. Es ist einfach der Wahnsinn hier und für mich ist es echt so ein kleiner Traum. Natürlich Stuttgart und so ist nochmal eine andere Ecke, aber trotzdem auch Leipzig ist ein sehr großer Standort von Porsche und einfach was hier steht, das ist unglaublich und ich filme jetzt einfach ein bisschen. Ich glaube, ich lasse die Bilder für sich sprechen und vielleicht danach nochmal ein bisschen was. Nach der Challenge auf jeden Fall, nach dem Finale. Also ja, gucken wir einfach mal. Bei den Rennen stehen an. Ich sitze hier auf so einem coolen Rollstuhl, würde ich sagen, Drehstuhl. Da ist Lukas. Und Walle ist auch noch da. Der auch bezahlt wird, immer noch. Ja, ja, 2 Rennen stehen noch an und es könnte spannend werden. Wir wollen jetzt Nordschleife fahren, danach noch Spa. Geplant ist jetzt erstmal GT3 RS zu fahren und danach wahrscheinlich 918 Spider in Spa. Mal gucken, aber da lassen wir uns mal noch überraschen. Und ja, es geht um dieses Schätzelein hier. Ich filme es nochmal ganz kurz. Der Sieger kann es gewinnen. Und aktuell führe ich mit 4 Punkten. Und ich hoffe, ich kann den Vorsprung halten oder sogar ausbauen. Ja, so, aber mal gucken. Lassen wir uns überraschen. Ich freue mich drauf, die anderen Jungs auch. Es ist ein mega geiles Event. Und aber es geht noch weiter. Nach dem ist noch nicht vorbei. Dann geht es noch hier richtig schön essen mit den Leuten hier. Ein bisschen plaudern von den Leuten von Xbox Deutschland, von Porsche und so weiter. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr cool sein. Ich freue mich drauf. We'll be right back.
Leute, die Competition ist vorbei. Ich habe mal gerade noch einen kurzen Witz erzählt vorher. Ja, Dave hat mich gerade imitiert. Dave, willst du nochmal meine Stimme imitieren? Ja, also ich würde sagen 1:1. Das 1:1 ist das Gleiche. Ja, die Competition ist vorbei. Der Lukas hat am Ende nicht mehr gewonnen. Leider nicht, nee. Danke. Ja, nee, aber waren sehr geile Duelle, ja. Muss ich sagen. Hat eine schöne enge Rennen. Ja, das Klassement steht da hinten. Ich blende es euch einfach schon mal ein. Ich habe es schon mal abgefilmt. Ja, das seht ihr auch meinen richtigen Namen. Viele wussten ja nicht, wie ich mit richtigen Namen heiße, obwohl das eigentlich in unserem Impressum steht. Aber Matthias. Gut, ja, genau. Matthias. So wird es ausgesprochen. Nee, mal gucken, was jetzt noch so kommt. Und ich glaube, der Abend ist noch nicht vorbei. Der ist noch jung, habe ich gehört. Ja. Und cool. Ja, weiter geht's. So Leute, wir sind wieder zurück im Hotel. Beim Abendessen habe ich euch jetzt mal nicht mitgenommen, weil das ist einfach Essen, was man so reinschiebt. Und ja, jetzt sind wir gerade in einem Hotel, nicht in meinem Hotelzimmer, sondern im Hotelzimmer vom Dave. Der hat nämlich in sein Penthouse hier eingeladen und es trudeln immer weitere Gäste ein, deswegen gucke ich hier so rüber die ganze Zeit. Ja, ihr hört es vielleicht im Hintergrund schon, Michel spielt nämlich schon fleißig Mario Kart auf der Nintendo Switch. Eine Kunst. Ja, eine einzige, was der No-Skiller Dave nämlich kann, deswegen hat er eine Nintendo Switch. Oder was wolltest du damit sagen? Ja, ansonsten, ich würde einfach mal kurz sagen, oder mal kurz in die Runde, wie hat euch der Tag so gefallen? Schreit's einfach in den Raum. Michel, super! Komm. Ja, war mega, ne? Ja. Ich hab das ja den Leuten von Porsche schon erzählt. Nee, den hat er seit uns. Nein, war wirklich gut, war wirklich gut. Ja, also, ja, würde ich auch sagen, war Bombentag. Hat Spaß gemacht, ne? Ja. Was ist? Dave, willst du auch noch was sagen? Ich fand's super. Er fand's auch gut, trotz dass er ein Mercedes-Hamilton-Fan ist, das wissen wir ja alle. Achso, warte. Und ja, Walle fand es auch super, aber der wird ja auch dafür bezahlt, das wissen wir ja seit heute Morgen schon. Ja. War super. Ah, super. Ey, ich fand's ewig gut. Was überhaupt? Ja, ja. So, Lukas' Meinung kennen wir auch. War auch super. Und ja, trotz dass er Zweiter wurde, ich glaube, das habt ihr mitgekriegt. Der Michel hat nämlich da gefilmt extra. Die zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten und siebten Platzierten haben auch noch einen Preis bekommen. Es hat jeder was mitgenommen. Und ja, der Lukas, der Dave und du auch noch, ne? Ja. Habt alle einen Elite-Controller bekommen. Also, dem her, also, das ist ja. Großpreis ist ja schon das falsche Wort dafür, würde ich behaupten. Ja. Das ist ja Hammer, ja. Für die Elite ein Elite-Controller. Ja, und für den anderen halt nicht. Also auch ein Elite-Controller. Ist egal. Ja, ich glaube, das soll es gewesen sein. Machen wir es einfach gar nicht mehr so lange drum rum. Ich glaube, der Vlog, ich hoffe, er hat euch gefallen. Wir beenden das jetzt einfach hier bei der nächtlichen Hotelzimmer-Session, wie sich das so gehört für so ein paar Junggesellen, ja. Und nicht Schmutziges, was ihr wieder denkt, ja. Und ja, dann einfach mal bis zum nächsten Vlog, würde ich sagen. Ciao. Alter. Ich dachte, hey, was bremst er so früh und dann fährt er da hoch. Okay, also doch sterben. So spät. Junge.